Ein gewöhnliches Blutdruckmessgerät. Ein Gerät, das hier in der Kinderklinik in Essen tagtäglich zum Einsatz kommt. Doch in den Händen von Dr. Neudorf kann es weitaus mehr als Blutdruck messen. Es kann etwas Lebenswichtiges, das Herz schützen. Das Herz von krebskranken Kindern vor, während und nach einer Chemotherapie. Dass man eine quasi Blutdruckmanschette, mit der man normalerweise den Blutdruck misst, so aufpumpt, dass die Durchblutung des Armes oder des Beines, wo man sie anlegt, gestoppt wird. Und das führt dann dazu, dass es keine Durchblutung mehr gibt und der Mensch, bei dem das passiert, das als Schmerz wahrnimmt. So ähnlich, wie sie das haben, wenn sie auf dem Arm liegen und das eingeschlafen ist. Dabei werden Stoffe freigesetzt, offensichtlich, die in den Körper gelangen und die zum Beispiel den Herzmuskel schützen. Was das für Stoffe sind und wie das genau funktioniert, ist nicht bekannt. Genau das wollen Dr. Ulrich Neudorf und seine Kollegin Dr. Nilgün Gedig in ihrer Studie untersuchen. Ihr Augenmerk liegt auf den sogenannten Mitochondrien, die sich auch in den Herzmuskelzellen befinden. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Sie erzeugen die Energie für den Herzschlag und sind lebenswichtig. Doch bei einer Chemotherapie krebskranker Kinder werden die Mitochondrien geschädigt. Die Folge können schwere Herzschäden sein, verursacht durch bestimmte Medikamente. Es gibt einige Erkrankungen, die werden mit Medikamenten behandelt, von denen wir wissen, dass sie zum Beispiel das Herz schädigen, und das sind die Anthracycline. Da gibt es von früher Vorstellungen, dass man eine gewisse Dosis nicht überschreiten darf und damit ist man limitiert, obwohl das für viele Erkrankungen sehr effektive Medikamente sind. Und mit dem Ziel, diese Erkrankung aber zu heilen, das heißt den Krebs zu beseitigen, nimmt man in Kauf, dass man die Medikamente gibt und auch relativ hoch dosiert. Kinder sind dabei besonders betroffen. Sie gelten als Risikogruppe. Die möglichen Herzschäden treten bei ihnen in der Regel aber erst im Erwachsenenalter auf. Meist 10 oder gar 15 Jahre später. Das erfährt man jetzt, weil wir jetzt erst Menschen haben, die 20, 30, 40 Jahre diese Krankheit überlebt haben. Und jetzt sehen wir, dass diese Probleme entstehen, mehr und mehr. Und nach dem, was wir wissen, gibt es da kein Ende. Das heißt, die Kurve der Patienten steigt an. Und deswegen wollen wir vorbeugend diese Methode versuchen einzusetzen, um das Herz zu schützen und dieses Problem zu verhindern. Das heißt, was wir jetzt machen, ist für die Zukunft und langfristig anzulegen. Das Labor von Dr. Nilgün Gedig. Hier werden die Zellen im Blut untersucht. Die Biologin und ihr Team wollen wissen, was die herzferne Konditionierung durch die Blutdruckmanschette genau im Körper auslöst. Zum einen isolieren wir das Plasma. Und das Plasma wird dann auf ein isoliert perfundiertes Mäuseherz gegeben. Da können wir die Freisetzung der Schutzfaktoren untersuchen, ob die Herzvenenkonditionierung überhaupt Schutzfaktoren auslöst bei den Kindern und ob wir diesen Schutz auch bei den Mäusen wiederfinden. Zum anderen möchten wir aus dem Blut die Leukozyten isolieren und aus den Leukozyten wiederum die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen und produzieren die Energie, die das Herz benötigt, um zu pumpen. Für diese Energieproduktion wird Sauerstoff verbraucht von den Mitochondrien, und genau das möchten wir messen und gucken, ob es durch die Herzvenenkonditionierung eine Verbesserung gibt. Tatsächlich hat sich gezeigt, eine simple Blutdruckmanschette kann die Mitochondrien schützen. Die Infarktgröße sinkt und das Herz ist geschützter. Eine einzigartige Studie. Die Forscher hoffen nun, die Herzschutzmethode bald auch mit kleinen Krebspatienten durchführen zu können.